Willkommen zu F1's 24 Audi-Karriere. Wir sind in Spielberg, Leute, und ihr wisst, was das bedeutet. Mein Heim-Grand Prix, aber natürlich auch ein Sprintrennen steht an. Ich freue mich extrem, auch wenn das ein bisschen ins Wasser fällt, falls ihr versteht, was ich meine. Falls ihr neu seid, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Lasst doch gerne Däumchen oben da. 4,3 Kilometer, 10 Kurven, 3 DRS-Zonen. Das ist also wirklich im Herzen der Steiermark die vermutlich beste, nein, es ist die beste Strecke im gesamten Formel 1-Kalender. Es ist mein absoluter Lieblingsspot und ich würde mal sagen, wir springen direkt ins Sprint Qualifying rein. Das hat tatsächlich bei mir 2 Runden, aber ich konnte mich in der zweiten nicht mehr verbessern, weswegen wir hier direkt meine erste benutzen. Erste Kurve, zack, Hardcore links neben die Strecke kommen. Viel Schwung mit raus, ja, Richtung Turn 3. Es ist ziemlich simpel, die Strecke, aber das ist natürlich auch so ein bisschen das Komplexe dran, falls ihr versteht, was ich meine. Denn in der Einfachheit liegen manchmal die Fehler. Wir kommen hier gut aus der Hardcore-Kurve raus, haben hier Purple, man darf aber auch nicht man muss berücksichtigen, dass wir noch 5 Minuten haben und alle anderen noch nicht für ihren finalen Run rausgefahren sind. Also ich bin hier so ein bisschen der Vorreiter. Toller Exit aus der Kurve, den Körper gut mitgenommen. Glücklicherweise nicht zu weit rausgekommen. Hier, das ist eine Schlüsselstelle. Auch guter Exit hier rechts, nicht ins Kiesbett, auch wenn man hier wirklich ordentlich den Körper verkürzt hat in neuem Game. Hier kann man gut drauf fahren, da gibt es keine Track Limits. Und dann geht es rein in die Rindkurve. Die rechts, der Rechtsknick, der blinde Rechtsknick quasi. Zack, hier die ganze Strecke ausgenutzt. Aber mit dem Hinterreifen waren wir noch drauf. Die letzte Kurve gut gefahren. Und wo bleibt die Uhr stehen? Wir haben tatsächlich eine unter 1,4 Marke. Gucken das heutige Sprintrennen. Der Professor startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Norris, Sainz, Perez, Oscar Piastri, Hamilton, Fernando Alonso, Russell, Stroll, Daruvala, Gasly, Theo Pourchaire, Ocon, Tsunoda, Albon, Ricardo, Joe, Sargent, Hülkenberg und Valtteri Bottas beginnt das Rennen aus der letzten Reihe. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Das ist tatsächlich die Pole Position im Sprint, Leute. Wir starten von ganz vorne, aber es soll auch zu regnen beginnen. Lights out und let's go. Spielberg Pole Position. Wir kommen gut weg, Max kommt aber auch sehr, sehr gut weg. Mal abwarten, wie lange es dauert, bis der Regen einsetzt. Und wir gehen hier auch aus der ersten Kurve als Führender raus. Max Verstappen, halbe Sekunde und es regnet schon. Es hat schon zu regnen begonnen, Leute. Und das nicht gerade langsam. Ja, er sagt, das Wasser auf der Strecke ist noch nicht so dicht, dass man hier auf Winters gehen kann. Aber das bedeutet tatsächlich, es ist ab diesem Moment schon slippy. Wir haben schon gelbe Flaggen und der Regen nimmt seinen Lauf. Max Verstappen wird trotzdem versuchen, hier gegen uns was zu anrichten. Er reicht aber natürlich nicht. Er hat keine DRS-Hilfe und die wird es auch vermutlich im heutigen Sprint nicht mehr geben. Doch, das ist auch die Frage. Wann kommt man rein? Gambelt man? Aber nein, bei diesen Bedingungen muss man sich tatsächlich direkt, ja, da gibt es eigentlich eine 5-Sekunden-Strafe, aber ja, ich weiß nicht, ob das bei höherer Gewalt auch irgendwie nicht zutrifft. Es ist sehr slippy geworden und alle, die weiterfahren, machen einen Riesenfehler. Max Verstappen carried oder covert uns auch ab. Weiterfahren tun Perez natürlich, ganz klar, da geht diese dumme Strategie. Und wir gehen jetzt mal an die Box hier. Ja, ich musste hier noch einmal respawnen, weil die mir tatsächlich den Full Wet draufgegeben haben. Keinen Plan, was die geschnüffelt haben, aber nein, das ist noch kein Full Wet Wetter. Es wird auch interessant werden, was die anderen so machen, wie lange die draußen bleiben können und vor allem auch, wie lange es dauert, bis wir die da aufholen. Weil, ich meine, wir fahren TSC Mittel, selbst schalten, selbst bremsen und ganz neu seit diesen Rennen KI-Stufe 99, weil Qualifying zu easy war, dachte ich mir so, wir gehen jetzt auf die 99 rauf und es wird langsam, aber sicher echt gut fahrbar, das Auto. Ich meine, es ist natürlich noch streckenspezifisch, so Strecken wie Spanien, Ungarn, wo du halt viel mechanischen Grip brauchst, ist das Auto tatsächlich noch nicht so gut, wie zum Beispiel in Spielberg oder vor allem auch dann in Monza. Aber wir springen hier tatsächlich mal in die Start-Replay und ich bin sehr zufrieden. Der Start war an und für sich sehr gut. Max hatte einen eher schwachen Start, der musste dann direkt gegen Leclerc im Haas abcovern. Aber an und für sich haben wir es alle gut überstanden und vor allem ist es auch ziemlich ähnlich da, ja, sind wir auch ziemlich
reingegangen in die nächste Runde oder halt vom Start weg, wie wir gestartet sind. Top 3 ist auch wichtig, dass wir Leclerc hinten halten, weil der tatsächlich auch unser Rivale ist. Und es hat jetzt richtig zum Regnen begonnen. Die Bedingungen sind jetzt bodenlos. Wir müssen jetzt tatsächlich es irgendwie über die Bühne schaffen. Ihr wisst, Regenrennen in der F1-24, dann natürlich auch noch dieses Slippy Handling mit, durch die TSC-Mittel. Und ich habe auch noch natürlich ein Trockensetup gewählt, weil halt Sonne mit Regen und ich dachte mir so, ja okay, wir versuchen es mal. Und was zum Teufel haben Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg hier vor? Die sind auch mit Gelb gestartet, gingen auf Inter und jetzt auf die Full Wet. Die denken tatsächlich, dass der Regen stärker wird. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum man da jetzt noch einen Stop wählt. Warum eigentlich immer bei Nico Hülkenberg? Also ja, natürlich, habt ihr es mitbekommen, das ist unser neuer Fahrer. Aber, nein, Blödsinn. Das ist eh unser alter Fahrer, bin ich dumm. Am Ende des Rennens werden wir dann einen neuen Fahrer aussuchen. Und der wird für manche eine riesen Überraschung werden. Ja, ich versuche natürlich Max Verstappen hinten zu halten, aber sein Red Bull ist halt verdammt stark. Und vor allem, er generell auch als Fahrer, ist halt wirklich ein krasser Regenfahrer. Den hinten zu halten, das wird keine einfache Aufgabe werden. Glücklicherweise gibt es aber immerhin kein DRS. Das wäre natürlich dann auch noch schwierig. Jetzt aber heißt das natürlich durch überzeugende Runden, überzeugende Pace hier das Ganze. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Guan Yu Zhou ist auf die Full Wet gegangen und Lewis und Hülkenberg sind dann wieder auf die Inters zurückgegangen, weil man halt dann doch irgendwie wusste, dass es eine blöde Idee war. Ja, Max Verstappen, der jagt uns hier. Aus der letzten Kurve können wir immer ein, zwei Zehntel gut machen. Das ist so ein bisschen der Safe bis zur Kurve 3. Ich blicke noch einmal auf die Strategie und ja, jetzt hat sich das alles wieder so ein bisschen gebessert. Jetzt aber wiederum Esteban Ocon mit dieser... Egal, ist mir ehrlich gesagt echt egal. Wir sind in der 6. Runde mittlerweile. Ich kann sagen, der Inter ist der passendste Reifen aktuell für diese Bedingungen. Es ist noch nicht zu feucht für diesen Reifen. Ich habe feucht gesagt. Nein, aber Max Verstappen, der ist tatsächlich da wirklich Wahnsinn. Guckt euch das mal an, wie der die Pace da halten kann. Leclerc, Sainz und Norris, die haben schon ordentlich abreißen lassen. Ich bin selbst überrascht über meine Pace hier. Aber Regen ist halt wirklich ein Gleichmacher, da wer mehr Risiko eingeht oder wer halt da wirklich die bessere Taktik, Strategie, whatever hat, hat da wirklich die besten Karten. Und bei uns schaut es da halt wirklich richtig gut aus. Das Qualifying schon extrem stark und jetzt auch noch das Rennen. Ich bin wirklich mega zufrieden. Wir springen aber jetzt mal in die 8. Runde. Wir sind in der letzten Runde angekommen. Erste Kurve sehr slippy. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis dann ja der Turnaround to Full Wet kommt. Aber das werden wir nicht mehr leben. Wir sind ja schon in der letzten Runde. Lando Norris, wundert mich, dass der so weit hinten ist unter diesen Bedingungen, gerade mit dem McLaren. Charles Leclerc kann das ziemlich gut, kann uns da ziemlich gut folgen. Aber auch von Max, da kamen nicht viele Angriffe. Ich denke mal, der weiß, dass ich sowieso im WM-Kampf nichts mitzureden habe. Und er verzichtet da lieber auf diesen einen Punkt, bevor er da ein paar mehr, gerade gegen seine engsten Rivalen, ich glaube, Perez ist sein engster Verfolger. Der hat, glaube ich, heute eh sehr viel Pech. Der ist da weit zurückgefallen. Das sollte 7. oder so sein. Also das ist wirklich ganz, ganz minimal, was der da gewinnt. Grün, also im Mittelsektor. Eine minimale Verbesserung gibt es da. Es sind interessant, dass wir mit dem Inter hier trotzdem schneller fahren als die ersten da im Regenbedingungen mit dem Medium. Es geht jetzt in die letzte Kurve, Leute. Und das ist unser erster Sieg in dieser Season, unser erster Sprint-Sieg. Wir gewinnen also hier in Spielberg. Ich freue mich wirklich extrem. Aber natürlich ist es vor dem Rennen, ist nach dem Rennen, nach dem Sprintrennen ist vor dem Hauptrennen, so wollte ich sagen. Das bedeutet, wir haben es noch nicht ganz geschafft. Alex Alabono ist Fahrer des Tages geworden, bin fein damit. Und ich würde mal sagen, wir blicken mal auf das Endergebnis. Nico Hülkenberg natürlich mit seiner Genius-Strategie ist letzter geworden. Das wundert mich dann jetzt auch nicht ganz. Und wir springen da auf den 3. Platz nach oben. Sind zwar 79 Punkte hinten, aber auch in der Konstrukteurs-WM sind wir nur 2 Punkte hinter Mercedes. Jetzt geht's aber mal rein in meine Qualifying-Runde. Mein erster Run hat mich auf P13 gebracht und das Auto an sich fühlt sich auch nicht mehr ganz so cool an. Also ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft. Auf dem Berg rauf gibt es vielleicht die Windschattenunterstützung. Ja, ein paar Zehntelchen finden wir dann noch.
Purple, also in Sektor 1, nur nicht zu spät bremsen, der Exit ist sehr wichtig. Und da gewinnen wir fast 3 Zehntel, Leute. Das DRS dürfen wir aufmachen. Da unten ist es gelb, ist mir jetzt mal egal, wir springen hier zurück zur Runde. 4 Zehntel im Delta, hier ganz spät an der Bremse, toller Exit, minimal im Kiesbett, aber das hat auch Zeit gebracht. What the fuck, okay. Jetzt hier, den Shuttle sehr minimal verpasst. Das war jetzt nicht gerade top. Vielleicht gibt uns Alonso hier so ein bisschen Windschatten. Ja, das reicht hier, um Zeit zu... Ja, und jetzt zieht auf einmal rüber. Nein, das war nicht so toll. Ab in die letzten beiden Kurven hier. Letzte Kurve, gut geschnitten. Raus beschleunigt, über eine halbe Sekunde gefunden. Wir blicken mal drauf. 84.000stel. Sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Fernando Alonso, Perez, Russell, der Professor, Norris, Sainz, Theo Pourchaire, Hamilton, Gasly, Oscar Piastri, Tsunoda, Stroll, Albon, Daruvala, Bottas, Sargent, Ricardo, Joe, Ocon und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ja, es ist eine minimale Enttäuschung. Ich meine, ich habe mir da mehr ausgemalt, muss aber trotzdem sagen, ich bin überaus zufrieden mit der Leistung des Autos. Wieder in den Top 8 drinnen, wieder ganz, ganz knappe Entscheidung und diesmal aber entscheiden wir uns für eine konservative Strategie. Gelb auf Weiß, ja, ich weiß, das ist vermutlich ein bisschen für Hosenscheißer, aber ich bin da trotzdem eher konservativ. Lights out und let's go, Leute, wir sind im Hauptrennen. Zum großen Preis von Österreich. Kommen gleich mal viel besser als George Russell vom Fleck weg. Richtung Turn 1 wird es da ganz, ganz eng. Denn Max Verstappen und Charles Leclerc sind sich nicht einig. Der El Matador zieht mal vorne alleine davon und wir jagen so ein bisschen Sergio Perez. Wer hat hier die besten Karten? Die gehen mal zu dritt rein, aber ich denke mir so, nein. Ich halte mich hier zurück und da kommt es zu einer Berührung. Perez, der Idiot, leitet den Crash ein, in dem auch sein Teamkollege involviert ist. Ich meine, da ist ein bisschen Frust da natürlich nach der verkorksten Strategie im Sprint, aber ich weiß nicht, ob man das hier machen kann. Wir gehen hier mal mit einer leichten Divebomb rein, gibt aber keine Berührung und wir bleiben jetzt mal auf dem vierten Platz. Jetzt also jagen wir Max und Charles Leclerc. Leclerc wäre halt dahingehend sehr wichtig, weil wir eben gerade strategisch, gerade auch vom Rivalen technisch gegen ihn da durchgehen müssen. Hier blicken wir noch einmal. Alter, Max und Leclerc aus der ersten Startreihe und die haben so stark verkackt. Alonso hatte den besten Start von allen hier und zieht einfach an der Außenseite an beiden vorbei. Also ich kann einfach das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Das ist einfach zu crazy. Und hier kommt ganz, ganz aggressiv an der Seite Perez vorbei. Den können wir aber noch abcovern. Jetzt gibt es auch den Double Slipstream und das DRS für Max Verstappen, aber auch Charles Leclerc. Der wird jetzt ganz, ganz unter Beschuss genommen. Max quetscht sich da an der Innenseite vorbei. Wird das reichen, um an der langgezogenen Linkskurve dann auch sich da behaupten zu können? Ich bezweifle das Ganze. Aber Leclerc lässt das zu. So fair wie der fährt, da kommt es zu einer minimalen Berührung. Ich meine, ich kommentiere dieses Rennen, weil ich hier nicht nach vorne komme. Das ist tatsächlich auch interessant. Leclerc jetzt tatsächlich auch in meinem Fadenkreuz, weil wir halt jetzt unter 2 Zehntel an die Monegassen dran sind. Letzte Kurve ordentlich erwischen. Und ich würde mal sagen, nach der ersten Kurve könnten wir einen Versuch wagen. Aber auch Perez reibt sich schon wieder die Hände. Der kommt wieder an uns dran. Und mit einer 1.7009 gehen wir also auch hier mit einer persönlichen Bestzeit. Oh, da rutschen wir über den Körper drüber. Das gibt natürlich auch deswegen keine Verwarnung, weil es eh ein bisschen Zeit gekostet hat. Für alle, die sich jetzt da wieder wundern, dass es da keine Verwarnung gibt. Ja, und Leclerc, wie crazy der ist, der hält hier drauf. Und ebenfalls inspiriert davon, ja, hält jetzt auch Perez rein. Und das kostet mir persönlich viel Zeit, weil ich natürlich spät aufs Gas gehen konnte, ein bisschen gerutscht bin.
Und Leclerc ist wieder vorbei. Das gefällt mir aber. Es gefällt natürlich auch Alonso, der vorne davon fahren kann. Aber mir persönlich, weil Max natürlich die viel höhere Pace hat, viel schnellere Auto hat und der dann tatsächlich davon fahren würde. Und in der ersten Kurve, Leute, was war denn das? Max Verstappen drückt sich jetzt an Leclerc vorbei. Ich wollte hier den 1000 IQ-Move machen, aber was macht Perez hier, Leute? Der quetscht sich hier vorbei und wir halten jetzt auch hier drauf. Es kommt zu einer leichten Berührung, aber es funktioniert und der große Verlierer dieses Fights ist eindeutig Charles Leclerc. Denn der verliert nicht nur gegen Max und gegen Perez, nun auch jetzt hier gegen mich und ist nur noch Fünfter. Und das, obwohl er aus der ersten Startreihe gestartet ist. Was für eine arme Sau. Aber das kannst du vorher nicht planen tatsächlich. Ich hoffe, Perez ist nicht allzu schnell, dass wir uns dann ein bisschen anhängen können und der uns so ein bisschen da durch die Gegend zieht. Mir persönlich würde schon reichen, wenn der 999 vor mir wäre, also 0,999. Das wäre schon optimal, aber ich muss dafür natürlich auch ein bisschen was tun. Perez wiederum, der profitiert von Verstappens DRS, aber Verstappen an sich, der hat sowieso eine so unfassbare Grundpace im Game, dass wir da eh nicht unbedingt drankommen werden würden. Wir kommen aber jetzt wieder näher an Sergio Perez dran. Wird das funktionieren, um uns vielleicht an der nächsten Gegengraden hier dran setzen zu können? Naja, der Exit war jetzt nicht optimal, die Kurve war schlecht gefahren, aber wir bleiben da immerhin locker im DRS-Fenster und locker auch in Schlagdistanz. Sollte da vorne wieder was passieren, könnten wir hier der lachende Dritte sein quasi, um da vielleicht wieder vorbeizugehen. Podium ist eindeutig heute drinnen. Jetzt blicken wir mal auf die Replay. Zweite Runde und da geht es schon mal mit einem fetten Quersteher aus der ersten Kurve raus. Und das war dann auch der Grund, warum Perez da so easy wieder an uns dran gefunden hat und vor allem dann auch so einen Überschuss hatte. Vierte Runde, wir wissen alle, was hier geschehen ist. Da gab es dieses Dribble over und dann hier den Berg rauf, habe ich dann tatsächlich die Gunst der Stunde genutzt. Keiner hat damit gerechnet. Es kam hier zu einer leichten Berührung, aber keiner trug irgendwie einen Schaden. Also ähnlich wie Perez, Verstappen und Leclerc vorhin. Und dann konnten wir immerhin spät aber doch an Leclerc vorbeigehen. Ich meine, das war eigentlich, der Move hier war zu genial. Und tatsächlich hat es dann gereicht, Leute. Wir sind in der fünften Runde und ja, was für eine riesen Überraschung zwischen Perez und Leclerc. Leclerc auch aktuell mal mit der schnellsten Rennrunde. Was für eine Pace der Mann hat. 2 Zehntel nur hinter uns. Aber auch wir jagen hier Perez, der so ein bisschen den Anschluss am Teamkollegen verloren hat. Und aus der letzten Kurve mit einem leichten Quersteher geht es also auch hier raus. Wir holen nicht die schnellste Rennrunde, waren aber da wirklich ganz knapp dran. Max zieht davon, das sieht man auch direkt. Wir sind jetzt nah an Perez dran. Wird es reichen, um Richtung Turn 2 hier einen Move zu setzen? Ja, locker. Locker, locker, locker. Wir saugen uns hier also dran. Nur nicht zu früh, weil hier ist irgendwo die weiße Linie. Zack. Und deswegen, gibt es auch das DRS für uns. Das ist natürlich noch viel besser. Dadurch können wir uns so ein bisschen absetzen vom Mexikaner. Und das wäre halt dann wirklich optimal, wenn das so klappt, wenn wir so jetzt durchfahren können. Aber natürlich müssen wir jetzt auch noch einmal kurz chillen, weil 1,4 Sekunden ist Verstappen weg und wir werden das auch nicht schaffen, das anzufahren bis zur nächsten DRS-Zone. Und da wird es jetzt wirklich zur Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt ist Perez also wieder da, 7. Runde, der versucht es an der Innenseite und mit so einem Überschuss geht er da vorbei und bleibt auch so lange auf der Bremse, dass wir hier kaum was lösen können. Apropos, es wird auch lange dauern, unser erster Stint, der Motor ist leicht angeschlagen. 12. Runde ist gerade mal Pitstop-Delta, also ich werde es jetzt echt versuchen, mich so ein bisschen an Perez dran zu schmiegen, so ein bisschen in seinem DRS sich zu baden, aber jetzt nicht permanent versuchen, ihn zu überholen, weil das wäre einfach auf Dauer gesehen zu riskant für die Reifen. Wir bleiben also hinter Perez mal und probieren so ein bisschen ihm in Druck zu machen. Er wird also unser Leitwolf hier. Wir sind 1 Sekunde hinter Perez zurückgefallen in der 11. Runde und die Reifen sind sowas von down. Wir gehen mal rein, 14 Runden dann mit Weiß, ich glaube, das ist machbar. Und jetzt also nur nicht zu spät sein. Ich dachte auch so ein bisschen gelbe Flagge, vielleicht kommt VSC, das wäre der Genius-Move schlechthin geworden. Aber nein, leider nicht. Hinter uns
folgt da Yuki Tsunoda. Wir gehen also mal rein, holen den weißen Satz. Jungs, verscheißt's nicht. Und stark. 2,3 Sekunden. Wirklich ein starker Move hier. Und ein starker Pitstop. Wir bleiben auf dem vorletzten Platz. Circa 6 Sekunden hinter Nico. Das ist auch gut so, weil jetzt können wir uns langsam die Reifen einteilen, warm machen. Aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass es ein Undercut-Versuch gegen Perez und vielleicht sogar gegen Max Verstappen. Also fokussieren, aber nur nicht das Auto überfahren. Aber schon mal im letzten Sektor. 14. Runde ist vorbei und Großteil der Spitze ist jetzt schon an der Box. Wir kommen ganz knapp vor Perez raus. Und so geplant war das tatsächlich nicht. Ich dachte mir, wir werden 3 Sekunden oder so vor Verstappen. Aber nein, Max hat es geschafft, Alonso zu undercutten. Tatsächlich 3,7 Sekunden und sind die jetzt vorne, ja, 5 Sekunden. Der ist fast 2 Sekunden, ja, fast eine Sekunde, über eine Sekunde jetzt haben wir es, ist der vor Fernando Alonso. Also das muss schon ein toller Stop gewesen sein. Wir sind mittlerweile in der 22. Runde und im Dauerbeschuss von Lando Norris. Denn der hat sich durchgesetzt hier. Ich kann es einfach nicht fassen. Es ist ein Durcheinander zwischen Norris, Sainz und Perez. Permanenter Beschuss. Aber die kommen hier wirklich wie eins. Das ist ein Wahnsinn. Wir sind nur 8 Sekunden hinter der Spitze. Aber wieder... Oh, da hinten ist ein Stau, Leute. Da hinten ist ein Stau. Und der ist ausgelöst von Daruvala. Da gibt es die Safety-Car-Phase in der 22. Runde. Ich dachte mir wirklich, dass die KI nicht mehr so lost ist. Aber Daruvala ist jetzt auf dem letzten Platz und mein Teamkollege, der wird das feiern. Safety Car kommt also raus. Lange hatten wir kein Safety Car mehr im letzten Rennen. Falls ihr das nicht gesehen habt, oben rechts. Weirde 2 VSC-Phasen innerhalb von nur einer Runde. Aber wir sind natürlich auch weit weg, die Spitze. Ich muss das Delta einhalten. Und ja, 2 Runden, da wären wir bei 3,5 zum Schluss. Aber nein, so ist es nicht. Ende der 22. Runde, der Safety Car kommt rein. Niemand hatte hinter mir es nur ansatzweise geschafft, an die Spitze hier dran zu kommen. Und das könnte wirklich eine Michael Masi-Entscheidung gewesen sein, weil es ist irgendwie weird hier. Green Flag, Leute, und wir kommen verdammt gut aus der letzten Kurve raus. Reicht es hier, um Fernando Alonso in den letzten Runden tatsächlich den zweiten Platz abtönig zu machen. Wir könnten hier wirklich noch um den Sieg mitfahren, aber die Reifen sind halt wirklich, wir haben die ältesten mit Abstand von der Spitze hier. Wir bekommen hier den perfekten Windschatten von Max Verstappen und ja, Alonso quetscht sich hier noch einmal rein, wir können es aber abdecken und es ist auch noch kein DRS enabled oder so, das wäre natürlich noch zu krass, wenn wir da gegen Max was machen können, aber ich finde das schon mal richtig cool. Ja, das war zu aggressiv hier. Das sehe ich genauso ein. Und das nehme ich auch zur Kenntnis. Hier dann... Boah, der rutscht da... Da rutsche ich fast vom Fleck weg. Ich habe ihn da quasi vorbeigelassen, wenn man so will. Aber... Ja, dann hier in die 15... dann hier in die Rauchkurve rein, so heißt sie. Können wir dann... konnten wir uns dann hier gegen Perez durchsetzen. Am Berg rauf gegen Lando Norris und der ist dann wirklich eine andere Nummer. Der McLaren wäre schon eine richtige Rakete, aber das ist dann wirklich ganz, ganz schwierig. 25. Runde und da waren wir schon an Alonso vorbei, aber der wiederum kontert hier, weil man in der letzten Runde tatsächlich das DRS enabled hat. Wir kommen und gerade noch so an Fernando Alonso vorbei. Aber das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Jetzt also hier in den letzten beiden Kurven nehme ich euch noch einmal mit. Eine halbe Sekunde ist Alonso hinten, aber durch den Fight haben wir natürlich den Anschluss an Max komplett verloren, der mittlerweile fast 3 Sekunden vorne ist. Letzte Kurve, Leute. Und hier haben wir die Checkered Flag. Wir stehen noch im Hauptrennen auf dem Podium. Was für ein geniales Rennwochenende. Es war der Sprintsieg und dann auch noch hier der, der zweite Platz. Wir sind zu Recht Drive of the Day geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir gehen direkt zur Siegerehrung. Und am Ende konnte niemand Max Verstappen aufhalten. Er holt sich den Sieg. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung.
Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Leute, ich bin mehr als zufrieden und bin wirklich stolz. Wir nehmen 26 Zehner mit, machen auf alle Fahrer bis auf Max Verstappen Punkte gut und ja, das kann so weitergehen. Ich bezweifle zwar, dass es das wird, aber ich glaube, Spielberg war wirklich eine riesen Überraschung. Wir sind Dritte in der Weltmeisterschaft und das hinter beide Red Bull und auch Vierte in der Konstrukteurs. Wir haben nur einen Punkt hinter Ersten, also das ist mehr als befriedigend. In der Liste hier waren wir zwar punkteschnellster Rennrunde nicht gerade erfolgreich, aber den Rest konnten wir Leclerc in den Schatten stellen und gleichen hier quasi mit 7 zu 8 gleichen wir aus, weil das ja summiert sich ja in den nächsten Rennen dann immer wieder. Es könnte Nico Hülkenbergs letztes Rennen tatsächlich hier bei uns sein, weil es natürlich auch die Hälfte der Season ist. Was bedeutet, dass wir eventuell uns um einen Ersatz umschauen müssen oder werden oder brauchen. Da ist es auch, die Vertragsverhandlungen, und tatsächlich reicht unsere aktuelle Leistung nicht mehr, um Nico halten zu können. Wir müssen uns einen anderen Piloten suchen. Das ist eine große Enttäuschung, herber Rückschlag, aber so ist es leider. Wir müssen uns hier um wem anderen kümmern. Ich probiere auch nochmal verzweifelt hier ein bisschen Geld rauszuwerfen, auch mit dem Gedanken, dass ich natürlich was behalten muss, sollten wir uns Nico nicht leisten können. Aber nein, Pustekuchen, das dauert noch ein paar Tage und bis dahin ist natürlich, brauchen wir einen Piloten. Was bedeutet, dass wir tatsächlich hier, ich bin ein bisschen Gamer zwischen Piastri, Albon, es wäre natürlich auch ein Sainz oder Gasly ziemlich gut, die sind preiswert, aber auch sehr, sehr stark. Sainz wird schon ziemlich cool, funktioniert der? Ah, leider nicht, da brauchen wir einen Sechster. Hätten wir Sechster sein müssen in der letzten Season, wir waren nur Siebter. Ich glaube, Williams hätte da die Anforderungen auch nicht überstanden. Piastri, funktioniert das hier? Tatsächlich, wir gehen mal in die Verhandlungen rein, weil ich glaube, Oscar ist eine Riesenbereicherung. Wir geben mal ein kleines Angebot ab, 7,07 Millionen. Angebot wird geprüft, nein, das reicht nicht ganz, wir müssen, ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein, wir werden das große Angebot nehmen. Und das reicht doch, 7,17 Millionen. Also die Verhandlungen, die waren mal sowas von Arsch für Aston Martin, für McLaren. Da bin ich mehr als zufrieden. Piastri hat 26 Punkte, also er weiß auch, wie man Punkte einfährt. Und ich hoffe auch, dass er bei uns ein bisschen Abschwung bringen kann. Es gibt einen neuen Sponsor, weil die eine Partnerschaft abgelaufen ist. 50 Runden, ja, die werden wir auch gleich nehmen. Schaut ziemlich gut aus. Für heute war es das mal. Und ja, neue Sticker sind drauf. Das noch einmal benutzen. Belgien. Neuer Motor für Belgien, wir werden gleich alles, was über 40% hat, werden wir mal austauschen. Ich glaube, wir werden sowieso nicht drüber rumwegkommen, dass wir generell irgendwann mal mit Strafen austauschen müssen. Das wird dann vermutlich in Brasilien, Texas oder irgend da passieren. Für heute würde ich aber mal sagen, war es das mal. Ich bedanke mich wirklich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und ich würde mich wirklich gerne über ein kostenloses Abo, aber vor allem auch über ein Däumchen oben freuen, falls euch meine Videos gefallen. Und schaut auch gern, wie gesagt, auf it's-tobi auf TikTok vorbei. Da kommt wirklich täglich neue Formel 1 Content. Und schaut auch gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram vorbei. Links immer alle unten in der Bio. Wir gehen hier noch einmal ein bisschen was durch, aber leisten können wir uns hier kaum mehr was. Die Moral vom Chassis ist ein bisschen in den Keller gegangen. Aber das ist dann ja die Aufgabe für die zukünftigen Wochen oder Rennen. Morgen wird dann vermutlich wieder mal eine Formel 2 Rennen kommen. Und übermorgen dann geht's hier weiter. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und bye.